Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal wieder mit einem Review. Diesmal zu Spiritual Beast bzw. Ritual Tamer. Das ist ein neues Themendeck, das in The Secret Force kommt. Eins von den drei. Die anderen zwei haben wir ja schon besprochen. Und heute halt das hier. Das wird auch bisher relativ unterschätzt. Also die sind überraschenderweise auch alle Win. So wie halt die Hermit Yukais. Und die Tamers sind halt Psychic. Also ein bisschen Psychic Support und Emergency Teleport Hype. Die spielen halt auf Fusion. Das Besondere hier ist halt, die können sich Kontakt fusionieren. So wie Gladi halt, ohne Fusionskarte. Und wenn du die halt beschwörst, werden die Monster gebanished, anstatt zurück ins Deck zu mischen, wie bei Gladi. Also gibt es ein paar interessante Sachen, Kombos mit den ganzen Psychics halt, die eh immer banishen und gebanished zurückholen. Also die Spiritual Beast und Ritual Tamer haben 10 Karten, also 13 Karten eigentlich, 3 Fusionen und 7 Monster, eine Zauber und 2 Fallen. Und ich glaube, ein Monster ist bisher bei uns schon erschienen im letzten Booster und eine Falle. Also, als erstes haben wir Ape Lion, The Spiritual Beast. Komischerweise ist der Bügel, 1,8 ATK, 200 Death. Leider nicht Feuer, ansonsten könnte man irgendwie mit Flame World Dog holen. Und sein Effekt ist Arm ab Grunde, während deiner oder sogar der von deinem Gegner kannst du eine Ritual Beast Karte von deinem Friedhof banishen und diese Runde erhalten alle deine Ritual Beast Monster, die du kontrollierst, 500 ATK und Defense. Und du kannst nur ein Ape Line pro Runde specialen. Also ich weiß noch nicht, inwiefern das eine Rolle spielt, also wie oft die sich specialen können. Deswegen kann ich das noch nicht einschätzen. Aber schauen wir mal weiter. Da haben wir Rapenta, the Spiritual Beast. Das ist, glaube ich, der schon bei uns erschienen ist. Sein Effekt ist, einmal pro Runde kannst du ein Ritual Beast Monster von deinem Extra-Deck banishen, um eine Ritual Beast Monster-Karte mit demselben Typen auf den Friedhof zu schicken. Und auch er kann nur einmal pro Runde gespecialt werden. Ich kann noch nicht wirklich was mit seinem Effekt anfangen. Müssen wir echt noch weiter schauen. Dann haben wir Kanahawk, the Spiritual Beast. Sein Effekt ist, einmal pro Runde kannst du ein Ritual Beast, eine Ritual Beast Karte sogar, nicht nur Monster, von deinem Deck banishen. Und in der zweiten Standby-Phase nach der Aktivierung kannst du die halt auf die Hand nehmen. Und auch den kannst du nur einmal pro Runde specialen. Dann haben wir Beetlefin, the Spiritual Beast Effekt. Du kannst einmal pro Runde eine Ritual Beast Karte von deiner Hand banishen, dann eine Karte von deinem Gegner wählen, die er kontrolliert, und die zurück auf die Hand schicken. Und wie immer kannst du den Fisch nur einmal pro Runde specialen. Also wie wir bisher schon sehen können, banishen die vier von sich selber. Die Frage ist halt nur, wie sie die gebanishten dann nutzen wollen. Dann kommen wir zu der ersten Tamer-Karte. Wenn the Ritual Beast Tamer, Psychic 1,5 und 3 Sterne halt, perfekt für Emergency Teleport. Und ihr Effekt ist, wenn sie genommelt wird, kannst du ein gebanishtes Ritual Beast Monster wählen und das specialen. Und auch die kannst du nur einmal pro Runde specialen. Aber interessanter Effekt, also kannst du direkt Kontaktfusion machen, wenn ich das richtig sehe, mit einer Karte. Und halt die gebanishten irgendwie nutzen. Dann haben wir Elder of the Ritual Beast Tamers, auch Psychic. Sein Effekt ist, nachdem er genommelt wurde, kannst du ein Ritual Beast Monster normeln während deiner Main Phase für diesen Zug. Sprich, mit ihm kann man auch direkt Kontaktfusion machen. Und auch sein Effekt ist, dass er nur einmal pro Runde gespecialt werden kann. Und bisher habe ich noch keinen Effekt gesehen, der diese ganze Monster irgendwie auf Masse specialen würde. Die letzte Karte ist Rega, the Ritual Beast Thema. Zuerst mal muss ich sagen, klasse Artwork. Sieht echt gut aus, die Karte. Und ihr Effekt ist, wenn sie genommelt wird, kannst du ein Ritual Beast Monster aus deinem Friedhof wählen. Specialen. Und auch sie kann nur einmal pro Runde gespecialt werden. Relativ guter Effekt, also auch die ist Instant Kontaktfusion. Also wie man sehen kann, alle Tamers sind Instant Kontaktfusionsmonster, während die Spiritual Beasts eher Füller sind, also einfach nur da sind, um als Fusion genutzt zu werden, aber von den Effekten her nicht so stark sind, beziehungsweise nützlich. Dann kommen wir zu der Zauberkarte, Schnellzauberkarte. Born with the Ritual Beast. Du kannst zwei offene Ritual Beast Monster banishen von dir und eine Ritual Beast Fusionsmonster spezial beschwören und die Beschwörungsbedingungen dabei ignorieren. Die Karte ist jetzt eigentlich so wie El Shador Fusion für Spiritual Beast halt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil der Vorteil von den Themendeck ist halt eigentlich, dass sie keine Fusion brauchen, also nur Kontaktfusion.
Und die Karte negiert halt den Vorteil davon wieder. Also, ich würde die Karte eher als schlecht einschätzen. Zu den zwei Fallen. Als erstes haben wir Combination with the Ritual Beast. Effekt, wenn du ein Ritual Beast Monster kontrollierst, kannst du so viele Monster auf dem Feld zerstören, wie du Ritual Beast Monster kontrollierst. Ist ganz okay, der Effekt. Wie gesagt, also, wir haben noch nicht die Karte entdeckt, die wirklich die auf Masse specialt. Deswegen wüsste ich jetzt noch nicht, wie wir mehrere Ritual Beasts aufs Feld bekommen, um die Karte effektiv einsetzen zu können. Und zu der anderen Falle, die ist bereits im letzten Booster erschienen. Raids on the Ritual Beasts. Du kannst zwei Monster wählen, die gerade entweder gebanished oder im Grave sind. Sprich, zwei im Grave, zwei gebanished oder 1-1. Von den Monstern muss halt eins das Ritual Beast sein und eins Tamer. Speziell beschwör die Monster in Defense Position und du kannst für den Rest der Runde keine Spezialbeschwörung durchführen, außer Ritual Beast. Du kannst nur eine dieser Fallen pro Runde aktivieren. Also ziemlich stark die Karte. Erinnert mich auf den ersten Blick an die Gear-Falle, dass man halt zwei Special kann, zum Beispiel Endphase, und dann in der deiner Runde abgeht. Und sie nützt halt die Gebanishten aus, was halt ziemlich stark ist, aber auch die beschwört jetzt keinen von denen öfters als einmal. Also ich weiß immer noch nicht, wieso dieser Effekt, dass man nur einmal specialen kann, auf all den Karten steht. Also muss das irgendwas mit den Fusionen zu tun haben. Erste Fusion ist Ape Lion, der E-Spiritual Beast Calvary. 6 Sterne, 2-6 ATK. Fusionsmaterialien sind ein Tamer und ein Spiritual Beast. Wie gesagt, kann halt beschworen werden durch Kontaktfusionen, indem du die Materialien banished. Sein Effekt ist, wenn er angreift, ist er unberührt von Karteneffekten bis zum Ende des Damage Steps. Und jetzt kommt der Effekt, der erklärt, wieso man jeden nur einmal specialen kann pro Runde. Und zwar in jeder beliebigen Runde, in deiner und der gegnerischen, kannst du die Karte zurück ins Extra Deck tun und dann zwei gebannte Monster, ein Ritual Beast Tamer und ein Spiritual Beast Monster wählen und die halt specialen in Defense. Das erklärt halt alles. Also wenn das nicht auf den ganzen Karten draufstehen würde, könnte man die halt endlos fusionieren, defusionieren und dann wieder fusionieren und so weiter. Dann die nächste Fusion ist Cunhawk, der E-Spiritual Beast Cavalry. Der braucht auch einen Tamer und ein Spiritual Beast. Sein Effekt ist, einmal pro Runde kannst du zwei deiner gebannischten Ritual Beast Monster wählen, die auf den Friedhof schicken und dann eine Ritual Beast Karte von deinem Deck auf die Hand holen. Und der hat auch denselben Defusionseffekt, den man in deiner und der gegnerischen Runde aktivieren kann. Dann die letzte Karte ist Pedolfin, der E-Spiritual Beast Cavalry. Sie kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden und hat den Defusionseffekt. Also im Grunde genommen hat sie eigentlich gar keinen Effekt, wenn man das genau betrachtet. Also was ich damit meine, ist halt kein Effekt, der Nutzen hat, wenn man sie beschwört. Sprich, sie würde man nur beschwören, wenn man die Defusionseffekte irgendwie aktivieren will und ein paar Monster recycelt oder sowas, um den ganzen Kreislauf halt beizubehalten. Ja Leute, das waren alle Spiritual Beast Karten. Ein relativ interessantes Deck. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Psychic aus, um irgendwelche Kombos oder so verstehen zu können oder irgendwie abzuschätzen, wie stark die wirklich sind. Also das Konzept ist echt interessant von denen. Hat auf jeden Fall Potenzial in meinen Augen. Und das Artwork der Karten ist relativ gut, also das wird sicher ein paar Spieler interessieren. So wie bei Madolcho oder so. Also ich werde das auch mal testen, höchstwahrscheinlich. Ansonsten war es das eigentlich schon, Leute. Wir mal liken, kommentieren, subscriben und schaut unsere anderen Videos an. Ansonsten, ciao.